بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden gebührt seinem Propheten Muhammad. Meine lieben Brüder im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran in der ungefähren Bedeutung: Wir haben viele Djinn und Menschen erschaffen, deren Ende Jahannam sein wird, deren Ende das Höllenfeuer sein wird. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und die meisten von ihnen sind ungläubig. Das heißt, in diesen Versen tut uns Allah eine sehr bittere Realität kund. Er sagt uns, dass die meisten Menschen, die meisten Geschöpfe ins Höllenfeuer kommen werden. Sowohl von den Menschen als auch von den Dschinn. Die meisten, die Allah erschaffen haben, die meisten, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, werden ins Höllenfeuer kommen. Und hier stellt sich die Frage für uns, oder sollte sich die Frage für den Menschen stellen: Warum? Was ist der Grund dafür, dass die meisten Menschen ins Höllenfeuer kommen? Und deswegen, bevor wir uns mit den Fragen beschäftigen, woher der Mensch kommt und was er hier macht und ob es Beweise und Belege gibt für eine Überzeugung, müssen wir erst einmal die Frage stellen: Was sind die Gründe dafür, dass der Mensch überhaupt am Ungläubig ist, beziehungsweise am Unglauben festhält? Was sind die Gründe dafür? Was sind die Gründe dafür, dass jemand die Wahrheit nicht akzeptiert? Weil das bringt ihn ja letztendlich ins Höllenfeuer. Das ist ja auch die Bedeutung von einem Kafir. Ein Kafir ist ja nichts anderes als einer, der die Wahrheit bedeckt, der die Wahrheit nicht akzeptiert. Und hier stellt sich eben die Frage: Was sind die Gründe dafür, dass er die Wahrheit nicht akzeptiert? Also, das ist dann die Fragestellung: Warum sind die meisten Menschen und Dschinn im Höllenfeuer? Und wenn wir uns hier mit der Geschichte beschäftigen, meine lieben Brüder und Schwestern, dann werden wir erkennen, warum Allah subhanahu wa ta'ala die meisten Menschen ins Höllenfeuer bestimmt hat. Wenn wir uns mit den Geschichten der Propheten auseinandersetzen, warum ihre Völker sie nicht akzeptiert haben, dann werden wir erkennen, was die Gründe dafür sind, dass die Menschen am Unglauben weiterhin festhalten. Denn wenn wir uns die Propheten betrachten, so war die Hauptbotschaft von ihnen, alayhum assalam, war es la ilaha illallah. Die Hauptbotschaft von ihnen war die Aqida, war die Grundüberzeugung, die bei allen Propheten gleich war. Sie alle sind an den Menschen herangetreten und haben versucht, diese Grundüberzeugung den Menschen zu vermitteln. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Propheten? Er sagt, sie alle wurden der Lüge bezichtigt. Sie alle wurden nicht akzeptiert. Sie alle haben auf Ablehnung, sind sie gestoßen. Und wenn wir hier einfach nur gucken, was uns Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, warum die Propheten abgelehnt wurden, dann haben wir auch die Antwort, was den Menschen davon abhält, die Wahrheit anzunehmen. Und das ist nämlich erstmal die grundlegende Frage, mit der sich ein Nicht-Muslim eigentlich auseinandersetzen muss, bevor er sich mit dem Islam auseinandersetzt. Er muss sich sagen: Ich werde kein anderes Kriterium zur Abwägung benutzen, ob der Islam die Wahrheit ist, außer ob es richtig oder falsch ist. So, und hierbei wollen wir heute einmal die Hauptgründe, nicht alle, die Hauptgründe aufzählen, was den Menschen dazu führt, die Wahrheit zu verleugnen. Die Hauptgründe, welche den Menschen das dazu veranlasst, die Wahrheit nicht anzunehmen, und welche Gründe ihn dazu veranlassen, am Unglauben weiterhin festzuhalten. Und eines der stärksten Kriterien, die hier verwendet werden, beziehungsweise Eigenschaften, die vorhanden sind unter den Menschen, ist Taqlid, beziehungsweise die Nachahmung der Vorfahren, oder man könnte auch sagen, die Nachahmung von Tradition. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der ungefähren Bedeutung: Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, so sagen sie: wir folgen doch dem, bei dem wir unsere Väter vorgefunden haben. Auch wenn ihre Väter nichts begriffen hätten und nicht recht geleitet waren, sagt Allah. Das heißt, in diesem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihnen sagt, nimmt die Wahrheit an, dann sagen sie: Wir folgen unseren Vorvätern. Wir folgen unseren Eltern. Wir folgen dem, worauf unser Volk sich befindet. Warum fragst du uns, warum wir diese Götzen anbeten? Wir tun das, weil unsere Eltern das gemacht haben. Und genau das Gleiche tun die Menschen auch hier. Die meisten Menschen hängen an diesem Punkt. Wenn man sie fragt, warum bist du ein Christ? Dann sagt er, weil meine Eltern sind Christen. Warum bist du ein Jude? Ja, weil ich wurde als Jude geboren. Und das ist nichts anderes als zu sagen,
ich bin Götzenanbeter, weil meine Vorfahren sind so. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch wenn sie nichts begriffen haben, was ist, wenn eure Vorväter auf dem falschen Weg sind? Ihr könnt doch nicht das als Kriterium benutzen, um etwas für wahr zu halten. Ihr könnt doch nicht sagen, nur weil mein Vater das gemacht hat, deswegen mache ich das auch und deswegen ist das richtig. Oder man kann es auch anders sagen. Jemand sagt, ja, es gibt keinen Gott, warum nicht? Ja, die Wissenschaftler sagen das. Das ist Nachahmung. Das ist nichts als Nachahmung. Der hat sich nicht selber die Frage gestellt. Er hat sich nicht untersucht. Er hat diese Frage nicht untersucht. Sondern er hat einfach irgendjemanden nachgeahmt. Und hier könnte man sagen, die Vorfahren in dieser Gesellschaft oder die Tradition dieser Gesellschaft ist die Wissenschaft. Und die Wissenschaft gibt vor oder die Wissenschaftler geben vor, als Trend, dass es nicht innen ist, an einen Gott zu glauben, dass es nicht korrekt ist. Und deswegen, da die meisten Menschen hier, gerade in diesen Ländern, davon beeinflusst sind, dass die Wissenschaft ja generell immer Recht hat, sagen sie, ja, es gibt keinen Gott oder das ist nicht sicher oder wir wissen nicht, woher wir herkommen oder das Ganze ist Zufall. Weil das sind ihre Vorfahren. Das heißt, die Argumente, meine lieben Brüder, wiederholen sich eigentlich nur. Und wenn wir uns aber leider die Muslime betrachten, leider, dann ist die Antwort, die sie geben, auch genau die gleiche. Die meisten Muslime, wenn wir sie fragen, warum bist du eigentlich Muslim? Die hauptsächliche Antwort, die sie auf diese Frage geben werden, ist, weil meine Eltern sind Muslime. Subhanallah. Und das ist eine sehr, sehr traurige Realität. Weil das ist eigentlich das ist das, was Allah im Koran anprangert. Das ist das, was Allah im Koran den Mushrikun zuschreibt, den Götzenanbetern zuschreibt. Und der Muslim verwendet genau die gleiche Argumentation. Er sagt, ich bin Muslim, weil meine Eltern sind Muslime. Und einige driften dann noch weiter ab. Einige sagen, ich bin Muslim, weil wir essen kein Schwein. Ich bin Muslim, weil wir gehen nach Mekka oder sonst irgendwie etwas. Das sind nicht die Gründe, warum wir Muslime sind. Und erst recht nicht, dass wir irgendjemandem nachahmen. Ansonsten sind wir, der Grund, warum wir am Islam festhalten, unterscheidet sich dann eigentlich gar nicht von dem Grund, warum sich der Götzenanbeter an seinem Götzentum festhält. Und das ist eine Problematik, die überall bei nahezu allen Muslimen verbreitet ist. Bei nahezu allen Muslimen. Du fragst sie, das kann jeder von euch testen. Warum bist du Muslim? Weil meine Eltern sind Muslim. Warum bist du Götzenanbeter? Weil meine Eltern sind Götzenanbeter. Meine Vorfahren. Der Muslim hatte nur Glück, wenn man so will. Oder Allah meinte es gut mit ihm, dass seine Eltern Muslime waren. Oder sind. Das heißt, eines der Hauptgründe, warum die Menschen die Wahrheit nicht annehmen, ist, weil sie irgendjemand anderem folgen. Irgendjemandem nachahmen. Der zweite Grund ist, meine lieben Brüder, das sind die Neigungen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, doch wenn sie dir keine Folge leisten, wenn sie die Wahrheit nicht annehmen, dann wisse, dass sie nur ihren eigenen Neigungen folgen. Und wer ist irrender als der, der ohne Führung Allahs seinen eigenen Neigungen folgt? Wahrlich, Allah leitet das ungerechte Volk nicht. Und auch das ist ein Phänomen, was wir oft in der Realität beobachten. Damals wie heute. Oft haben wir schon gesehen, dass jemand erkannt hat, ein Nichtmuslim hat erkannt, das ist die Wahrheit, aber er hat sie trotzdem nicht angenommen. Und wenn man ihm mal dann die Frage stellt, ja, zweifelst du daran, hast du ein Argument, dass das nicht die Wahrheit ist? Dann sind sie oft still und sagen, nee, das ist alles plausibel, das ist alles rational, das ist alles verstandesgemäß, dagegen habe ich gar nichts. Und wenn man dann zu ihnen sagt, sei mal ehrlich, liegt es nicht daran, dass wenn du Muslim wirst, dass du 5-mal am Tag beten musst? Dass du auf den Alkohol verzichten musst? Dass du auf deine Freundin verzichten musst? Dass du nicht mehr so leben darfst, wie du es selber willst? Und wenn viele ehrlich wären zu sich selber, dann würden sie erkennen, dass das so ist. Bei vielen Menschen ist das so. Weil den Islam anzunehmen bedeutet auch gleichzeitig, sich unterzuordnen. Und nicht mehr so leben zu können, wie man will. Und das passt vielen Menschen nicht. Das war einer der Hauptgründe, warum die Quraysh den Islam nicht angenommen haben. Weil es gegen ihre Neigung gesprochen hat. Bei ihnen war es kaum die Fragestellung, dass der Koran von Allah ist. Das wussten viele von ihnen. Der Grund, warum sie den Islam nicht angenommen haben, ist, weil es ihren Neigungen widersprochen hat. Und das ist heute noch bei vielen Menschen ein Problem. Der dritte Grund, einer der Hauptgründe ist, weil manche Menschen sich zu stolz sind, die Wahrheit anzunehmen. Sie sind hochmütig, wenn man so will. Sie sind befallen vom Kibr. Und dieser Hochmut macht es ihnen schwer, beziehungsweise lässt sie nicht dazu, zu den Dienern zu gehören. Einem König zu sagen, dass er Diener sein soll, beziehungsweise dass ein König annimmt, ein Diener zu sein, fällt ihm schwer. Und da haben wir das bekannte Beispiel von Iblis, Adullah, dem Feind Allahs. Dass er wusste, dass es die Wahrheit ist, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Der Satan wusste das, weil Allah hat es ihm direkt gesagt. Das war kein Zweifelpunkt für ihn.
Allah hat direkt mit Iblis gesprochen. Er hat es nicht getan, weil er hochmütig war. Er war sich zu stolz, sich vor einem, nach seiner Meinung, niedereren Wesen niederzuwerfen. Er hat verstanden, warum er sich vor Allah niederwirft, weil Allah ihn erschaffen hat. Aber er hat nicht verstanden, warum er sich vor jemandem niederwerfen soll, der aus Erde erschaffen ist. Also nach dem Motto, der niedriger ist als er. Und das ist auch bei vielen Menschen der Fall. Einige Menschen sind sich zu stolz. Ihr Status, ihr Ansehen ist ihrer Meinung nach zu hoch, um sich vor Allah niederzuwerfen. Um Schulter an Schulter mit Menschen zusammen in einer Moschee zu beten. Und das hindert auch viele Menschen daran, die Wahrheit nicht anzunehmen. Und der letzte Punkt, auf den wir ein bisschen näher eingehen wollen, ist der Punkt, dass falsche Freunde bzw. der Einfluss der Gesellschaft einen davon abhält, die Wahrheit anzunehmen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in der ungefähren Bedeutung. Am Tage, da der Ungerechte sich in die Hände beißen wird, also am Tag der Abrechnung, da wird er sagen, oh, wäre ich doch den Weg mit dem Gesandten gegangen, Oh, wehe mir, hätte ich doch nimmermehr den so und so zum Freund genommen. Wahrlich, er führte mich irre, hinweg von der Ermahnung, nachdem sie zu mir gekommen war. Und Satan lässt den Menschen im Stich. Das heißt, jemand möchte Muslim werden. Jemand möchte den Islam annehmen. Aber die Gesellschaft trichtert so auf ihn ein, sie flüstert so auf ihn ein, oder sein Freund, der ihm sagt, guck mal, das mit dem Islam, das ist nichts für dich. Guck mal, willst du dann auch zu denen und denen gehören, dann können wir nicht mehr befreundet sein. Lass das, hör auf, dich damit zu beschäftigen. Oder die Gesellschaft sagt einem, der Islam ist schlecht. So wie es auch hier der Fall ist. Die Gesellschaft macht Propaganda und sagt, Islam ist böse. Beschäftigt euch bloß nicht damit. Sonst endet ihr wie diese bärtigen Muslime. Und das ist ein Einfluss, den die Gesellschaft oder die Menschen auf den Menschen ausübt, sodass er sich sagt, okay, dann nehme ich das nicht an. Dann beschäftige ich mich nicht damit. Und somit haben sie sich eigentlich die Gesellschaft oder jemanden als Freund genommen, der ihn davon abgehalten hat. Und diese Leute werden Yawm al-Qiyamah am Tage der Abrechnung zu denen gehören, die sagen werden, oh wehe mir, hätte ich doch bloß nicht auf den Sohn zugehört. So, es gibt noch viele, viele weitere Gründe, meine lieben Brüder. Man könnte auch über den Grund des Nationalismus reden. Dass viele Menschen die Wahrheit nicht annehmen aus nationalistischen Gründen. Oder aus seiner Macht hängen, weil er seine Macht verlieren würde. Oder weil er seinen Besitz verlieren würde. Oder weil er seine Arbeit kündigen müsste. All diese Punkte. Aber grundlegend gesehen sind es doch bei den meisten Menschen diese Punkte, warum sie die Wahrheit nicht akzeptieren. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen dem Propheten nicht gefolgt sind. So, deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, und dies ist mein gerader Weg. Und dies ist mein gerader Weg. So folgt ihm und folgt nicht den verschiedenen Wegen, damit sie euch nicht weit ab von seinem Weg führen, sagt Muhammad a.s.w. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier uns klar gemacht, dass es einen geraden Weg gibt. Und der Nicht-Muslim darf nicht diese Kriterien nehmen, um die Wahrheit zu bemessen. Er muss sich freimachen von diesen Kriterien. Er darf sich nicht sagen, okay, wenn das die Wahrheit ist, dann werde ich sie nicht annehmen, weil ich dadurch irgendwie beten muss oder weil ich dadurch nicht mehr Alkohol trinken darf. Sondern der Nicht-Muslim muss von vornherein sich sagen, wenn es die Wahrheit ist, dann nehme ich es an. Worauf es ankommt, ist, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Ob es einen Beweis hat oder nicht. Ob es einen überzeugt oder nicht. Alles andere ist egal. Man darf kein anderes Kriterium zu Rate ziehen. Und wie gesagt, leider ist es so, dass diese Kriterien nicht nur auf die Nicht-Muslime zusprechen, sondern auch auf die Muslime, viele von diesen Kriterien. Dass viele Muslime nicht sich an den Islam halten aufgrund dieser Sachen. Dass viele Muslime sich nicht an den Islam halten wegen ihren Freunden oder wegen ihrer Familie oder wegen der Gesellschaft. Das heißt, dieses Thema ist nicht nur ein Thema für den Nicht-Muslim, sondern auch für die Muslime. Und wir werden inshallah in den nächsten Vorträgen über diese Thematik noch näher eingehen, was es denn mit diesem größten Problem des Menschen auf sich hat, wie diese Thematik zu behandeln ist und ob es denn auch einen Beweis dafür gibt, dass Allah existiert oder der Islam die Wahrheit ist, beziehungsweise woher der Mensch kommt und was er hier macht. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum.